Hallo, liebe Deutschlerner. Geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Was bedeutet diese Redewendung? Nun, ist ein bisschen lustig. Also früher war es ziemlich schwer, Pfeffer zu bekommen. Ursprünglich wächst der Pfeffer in Südindien und um nach Südindien zu kommen, muss man lange, lange reisen. Ja? Zum Beispiel die Seefahrer aus Portugal, die sind dort gestartet. Sie sind dann um Afrika herumgefahren, ja, mit ihren Schiffen und dann nach Südindien. Dann haben sie Pfeffer gekauft und sind dann wieder den ganzen Weg zurückgefahren, um mit diesem Pfeffer zu handeln. Das heißt, Pfeffer war sehr, sehr weit entfernt. Ja, also das Anbaugebiet des Pfeffers ist sehr, sehr weit entfernt. Heute immer noch, denn man braucht ein warmes Klima, um Pfeffer anzubauen. Insofern wächst der Pfeffer also nur in sehr entfernten Gebieten. Und wenn man sich mit jemandem im Streit befindet, ja, und man hat wirklich die Schnauze voll, man will, dass die andere Person einen in Ruhe lässt, dann sagt man auf gut Deutsch, geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Ja, mit anderen Worten, geh ganz weit weg von hier. Ich möchte dich nicht mehr sehen. Geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Wo auch immer der Pfeffer wächst, es ist weit, weit weg von hier. Ja, zumindest ziemlich weit weg von Deutschland. Ja, und deswegen ist dies eine deutsche Redewendung und ich denke eine sehr lustige deutsche Redewendung und auch recht interessant, wenn man sich überlegt, wie diese Redewendung entstanden ist, ja, und wie weit wirklich der Pfeffer entfernt war und wie schwierig es war, diesen Pfeffer damals zu bekommen. Ja, das ist die Redewendung für heute. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.